Und wieder war ich auf Beutezug. Diesmal habe ich den Alex Nord verfolgt, von München bis Schwandorf, wo dieser geflügelt wird. Der eine Teil fährt dann weiter nach Prag, der andere nach Hof. Die Zeit drängte, da die Flügelung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 endete. Und so war ich vor Ort und habe auch bei dieser Gelegenheit auch ein paar Aufnahmen an der Strecke gemacht zwischen Regensburg und Schwandorf. Und wenn ich schon dabei bin, auch der Lokwechsel Elektro gegen Diesel im Regensburger Hauptbahnhof wurde auch auf die Linse gebannt. In meinem Archiv befinden sich auch Aufnahmen aus Landshut und München, die ich hier auch noch zeigen werde. Los geht's mit fast schon historischen Aufnahmen aus dem Jahre 2020. Hier die Abfahrt vom Alex Nord im Münchner Hauptbahnhof. Wo ein Alex Nord ist, ist auch ein Alex Süd nicht weit, der sich zu dieser Zeit in seiner drittletzten Woche befand. Alex Süd fuhr von München nach Immenstadt, dort wurde der Zug geteilt. Die eine Hälfte fuhr weiter nach Lindau, die andere nach Oberstdorf. Und während sich der Alex Süd aus dem Staub macht, spiegelt sich hier schon der eintreffende Alex Nord. Und wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns auch mal den Alex Süd noch an im Allgäu, hier westlich von Biesenhofen, wo die Strecke nach Füssen abzweigt. Hier nordöstlich der Ortschaft. Und hier noch im Bahnhof Biesenhofen. Auch in Immenstadt begegnete einem der Alex. Dieser Zug kam aus München. Damals sollte eigentlich noch eine Flügelung stattfinden und ein Teil nach Oberstdorf fahren.
Doch, wenn ich mich richtig erinnere, hatten in den letzten Betriebstagen schon einige Mitarbeiter der Länderbahn gekündigt, sodass nur noch der Zugteil nach Lindau fuhr. Stattdessen gab es einen Pendelzug zwischen Immenstadt und Oberstdorf, der, wie man sehen kann, mit Wagen von TRI gefahren wurde. Und hier westlich von Immenstadt am großen Alpsee. Und hier bei Heimhofen zwischen Oberstaufen und Röthenbach. Wie gesagt, der Alex Süd ist seit 3 Jahren Geschichte, also wenden wir uns jetzt dem Alex Nord zu, hier bei der Ausfahrt im Münchner Hauptbahnhof. Zwei Monate später waren wir nochmals in München, eigentlich wegen dem Ideenzug der Südostbayernbahn, hier aber die Bereitstellung des Alex mit einer Lok, die für mehr Frauen in Bahnberufen wirbt. Hier sind wir in Landshut. Gerade fährt der Alex ein Richtung München. Ausfahrt mit 80 km/h.
Die ersten vier Wagen kamen aus Prag, die restlichen drei aus Hof. Und hier der Gegenzug aus München. Die 183001 mit Werbefolierung, so gegen 2010, bekam sie dieses Design damals noch mit dem Aufdruck Arriva. Daher kommt übrigens auch der Name Alex, nämlich Arriva Länderbahn Express. Wie gesagt, früher hieß der Alex Arriva Länderbahn Express. Arriva Deutschland ist jetzt die Netinera, die sich im Eigentum der italienischen Staatseisenbahn befindet. Tochter der Netinera ist die Regentalbahn, deren Tochter wiederum die Länderbahn ist. Daneben gibt es noch weitere Schwestergesellschaften, die teils zu 100% im Eigentum der Regentalbahn sind oder auch nur partiell über Beteiligungen. Und auch hier nochmal in der Gegenrichtung, also nach München. Hier nun die 183004, ebenfalls mit einer Sonderfolierung. Falls sich jemand wundert, warum diese Lok beim Anfahren keine Tonleiter abspielt, hierbei handelt es sich quasi um eine dritte Version der Taurus und die Tonleiter gibt's eben nur bei den ersten zwei Versionen. Hier kommt nochmal die 183003 um die Ecke. Die haben wir vorhin auch schon mal gesehen, auf dem Weg nach München. Es sind also schon über 3 Stunden seither vergangen. Wie schnell doch die Zeit vergeht, was sonst hier noch in Landshut los war, das habe ich schon in einem anderen Video gezeigt, das ich unten natürlich verlinken werde. Das nur am Rande, wir sind jetzt hier in Regensburg Ost und hier wird es dann so langsam interessant. Zunächst kommt hier der Alex nach München.
Kurze Zeit darauf kommt der Zug in der Gegenrichtung, aber der Weg ist noch nicht frei. Da vorne noch kurz den Linksgleisbogen genommen und schon ist man am Hauptbahnhof. Das hier ist die gleiche Lok, die wir gerade eben am Formsignal gesehen haben. Der Zug hat hier Kopf gemacht, die E-Lok wurde abgekuppelt und eine Diesellok zieht die Wagen nun weiter Richtung Schwandorf. Wie das Ganze vonstatten geht, sehen wir jetzt dann gleich live und in Farbe. Und hier kommt er schon Richtung München mit einer Diesellok.
Mit der neuen Lok wird jetzt erstmal eine Bremsprobe gemacht und dazu dienen hier die Bremsprobesignale. Bremse anlegen und etwa eine Minute später Bremse lösen und schließlich Bremse in Ordnung. Eine 218 mit einem Doppelstocksteuerwagen von der Schwarzwaldbahn. Diese Garnitur rangierte an jenem Tag fröhlich durch den Bahnhof, aber dazu gibt's dann in einem anderen Video mehr. Die abgekuppelte Lok wird jetzt erstmal hier zwischengeparkt. Etwas später kommt dann der Zug in der Gegenrichtung, gezogen von einer Elektrolok, und wir haben wieder die 183.001. Und dann wieder das gleiche Spiel.
Und auch mit der abgekuppelten E-Lok wieder das gleiche Spiel. Und weiter geht's zu diesem Bahnübergang bei Laub nördlich von Regensburg. So sieht der Blick nach Süden aus und so nach Norden. Hier waren jetzt nur die Wagen aus Hof angehängt, im Gegensatz zu den Wagen aus Prag. Ein bisschen weiter nördlich bei Regenstaufen die Brücke über den Regen. Und das Ganze noch aus einer anderen Perspektive. Auch hier waren nur die Wagen dran, die dann nach Hof weiterfahren. Hier habe ich mir nochmal ein Plätzchen gesucht, östlich von Teublitz. Und damit haben wir uns jetzt hochgearbeitet bis Schwandorf. Die Aufnahmen entstanden bereits einen Tag zuvor und interessanterweise standen hier schon die Wagen nach Prag bereit. Naja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns hier etwas umzuschauen. Weiß eigentlich jemand, was dieses umgekehrte Ausrufezeichen bedeutet? Und dann ist es schon Zeit für den Alex aus München, der hier normalerweise geflügelt wird.
dieser Zugteil fährt jetzt weiter als RE2 nach Hof, während die hier noch stehende Garnitur dann als RE25 nach Prag fährt. Der verbleibende Zugteil wurde geräumt, die Fahrgäste mussten also umsteigen. Was es wohl mit dem Kino auf sich hat, online habe ich leider nichts drüber gefunden. Hier wird für die Familienabteile geworben und ebenfalls fürs Kino. Während diese Garnitur noch auf Gleis 2 steht, fährt auf Gleis 4 der Alex von Hof nach München ein. Und die Wagen, die eigentlich für Prag vorgesehen waren, müssen auch noch aufgeräumt werden. Unterdessen steht schon die Ausfahrt für den Alex nach München, noch bevor die Garnitur aus Prag eingetroffen ist. Und etwa 15 Minuten später. Die Züge aus Prag waren teils deutlich verspätet, was daran lag, dass Zollkontrollen durchgeführt wurden. Die Lok wird abgekuppelt und umgesetzt und somit fährt diese Garnitur dann später wieder nach Prag.
Und dann bin ich mal hoch auf die Brücke, um mir das Ganze mal von etwas aus der Ferne anzuschauen. Dort hängen übrigens fast so viele Schlösser wie an der Hohenzollernbrücke in Köln. Interessanterweise werden jetzt einfach die Wagen, die eigentlich nach Prag sollten, mit nach Hof genommen. Die Fahrgäste sind wieder umgestiegen und irgendwo muss ich ja nochmal eine Garnitur befinden. Keine Ahnung, wo diese hinrangiert wurde. Obwohl verspätet, muss der Zug nach Prag natürlich noch ein bisschen warten, bis alle umgestiegen sind. Und so trifft bereits der Zug aus Prag ein, bevor der Zug nach Prag abgefahren ist. Und jetzt werden endlich mal zwei Garnituren vereinigt. Und bei dieser Gelegenheit werden wir auch gleich noch Zeuge einer Ausfahrt eines Güterzuges mit einer Class 77. Hier findet gar nicht mal so wenig Güterverkehr statt, aber zum Bahnhof Schwandorf gibt's dann mal noch ein extra Video.
Abfahrt in Richtung Regensburg. Die zweite Lok bleibt stehen. Und als kleiner Bonus das Ganze doch mal einen Tag später bei Dunkelheit. Das war der Zugteil nach Hof und kurz darauf der Zugteil nach Prag. Thank you.
Mal sehen, ob die Vereinigung des Gegenzuges noch klappt. Laut Fahrplan war alles noch im grünen Bereich. Hier kommt schon der Zugteil aus Hof. Und dann gleich mal rüber auf den anderen Bahnsteig. Der Zugteil aus Prag. Tja, und dann mussten die Fahrgäste doch aussteigen, denn aus irgendeinem Grund, den ich leider nicht weiß, fuhr der Zugteil aus Hof alleine dann weiter nach München. Thank you.
Tja, nächstes Jahr wird es hier ein bisschen einfacher werden. Der Regionalexpress 2 wird dann von DB Regio gefahren und den Alex gibt es nur noch von München nach Prag. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.